Hallo ihr Lieben, hier ist eure Yohananda und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich an diesem wunderschönen Montagabend, ja, zu einer neuen Folge Yohananda TV. Wir starten heute mit einem Angepinnt. Es gibt nämlich einiges zu berichten und ja, wie war denn euer Tag so? Also mein Tag war ziemlich anstrengend, wenn ich das mal so sagen darf, und ich bin jetzt echt froh, dass ich mit euch zusammen ausklingen lasse. Also im Endeffekt kann man sagen, mein Tag beginnt jetzt. Ja, jetzt beginnt die schöne Zeit und schaut mal, was ich hier habe. Ich habe hier was ganz Besonderes und wie es dazu kam, das ist nämlich durch mich entstanden sozusagen, also natürlich nicht durch mich, weil das ist eine Rose. Das ist natürlich durch Mutter Erde entstanden, aber es ist der verstorbene Teil einer Rose. Ja, und es geht weiter, ne? Nichts geht je verloren, es verändert nur seine Form. Diese Geschichte erzähle ich euch gleich, aber vorher kommt der Newsflash. Also wie immer starte ich mit ja, meiner Danksagung an euch. Und ihr wisst, wie wichtig mir das ist, mich zu bedanken. Und ich möchte mich aus ganzem Herzen bei euch bedanken für die Wertschätzung, die ihr mir auf sämtlichen Wegen entgegenbringt. Und ja, das macht mich sehr glücklich. Und ja, ich weiß wirklich immer wieder und immer wieder neu zu schätzen, ja, wie ihr mich bedenkt und wie großzügig ihr mir gegenüber seid. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, und jetzt gibt es Neuigkeiten erstmal. Nee, jetzt gibt es erstmal den Top-Kommentar. Also wir wollten ja immer so zusammen ein bisschen die Top-Kommentare studieren. Und es gibt ja Kommentare, da könnte ich mich wegschmeißen. Gell? Zum Beispiel dieser hier. Reptilienbewegung auf 12 Uhr. Ich lag bald in der Ecke. Ich lag bald in der Ecke. Reptilienbewegung auf 12 Uhr. Das merke ich mir. Ne? Also das ist jetzt natürlich ein Insider und ihr werdet schon wissen, was gemeint ist. Ne? Aber das ist ja wohl ein geiler Kommentar. Also man merkt schon, wir haben alle den gleichen Schaden, aber genau das macht es ja so lebendig. Ne? Und das muss ich jetzt echt noch loswerden. Dazu trinke ich jetzt ein Schlückchen Kaffee. Ich hoffe, ihr habt auch einen am Start oder eben ein Teechen oder ein Bierchen oder ein Weinchen oder ein Proseccochen. Ne? Ist ja immer interessant zu hören, was ihr abends so macht, wenn ihr ein bisschen Yohananda TV klotzt, ne? Und die Verbundenheit spürt. Ne? Weil ich merke die, auch wenn ich jetzt in dem Moment, wo ich hier sitze und in meine Kamera sülze, eigentlich ganz allein bin, weil ihr wisst ja noch gar nichts von meinen Worten, aber Zeit ist ja bekanntlich relativ und ja, also ich spüre euch und das ist total schön und es ist ein Gefühl der Gemeinschaft und ja, des Willkommenseins. Es hat so ein bisschen was von der Tarotkarte, die Vier der Stäbe, ne? Und ja, ich freue mich also immer schon auf unsere Videos und auf die gemeinsame Zeit. Ja, also auch für mich ein Highlight, ne? Das muss ja auch mal gesagt sein. So, jetzt kommt erstmal der Newsflash, Neuigkeiten. Ich habe was für euch, beziehungsweise wir haben was für euch. Und zwar, es ist ein Kurs, den wir anbieten. Wir sind Christopher und ich und dieser Kurs ist online und zu wirklich einem kleinen Ausgleich. Also absolut fair und erschwinglich. Und das ist ein Kurs, der fortlaufend ist. Man kann also immer einsteigen und man kann auch immer aussteigen. Es kommt natürlich darauf an, ob du sagst, du machst immer einzeln mit, dann, also da ist wirklich keinerlei Bindung, dass du jetzt irgendwie verpflichtet bist und hängst da und zappelst im Netz, ne? Wie ein Schmetterling gar. Nein, du kannst immer aussteigen, es sei denn natürlich, du sagst, ich habe gleich 12 bis 13 Mal mir gegönnt. Aber ich denke, die das machen, die wissen schon, was sie erwartet. Es ist ja so, ich will es euch einfach mal ein bisschen in meinen Worten erklären und ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Ne? Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich als Mentorin in der Geheimnisakademie unterwegs bin. Das ist ein Ort, an dem ich mich sehr wohl fühle, weil es nämlich so ist, dass ich mich wirklich total genial mit Christopher austauschen kann. Also wir bedienen uns da wirklich gegenseitig und wir haben ganz einfach einen Draht und sind so schön im Flow. Und er ist ja wirklich der Meister für Mythen und Legenden. Der hat ja so ein unglaubliches Wissen, dass ich immer wieder platt bin. Ich habe ja zu ihm gesagt, also du wärst ja so ein ganz, ganz hervorragender Telefonjoker, ne, bei Wer wird Millionär? Und da soll man einfach Christopher anrufen. Gell? Da kommt die Antwort prompt. Während ich ja, ja sehr hellfühlig und hellsichtig bin und
ja halt einfach so durch mich durchfließen lasse. Ne? Es ist ja grundsätzlich so, dass ich immer unvorbereitet bin und immer, wenn ich mich auf irgendwas vorbereite, da kann ich sicher sein, es funktioniert nicht, es geht schief. Ne? Ich habe das mal beim Sport gemacht, da hatte ich mir vorher ein Konzept überlegt, das ist voll in die Hose gegangen, während es total einfach ist, wenn man zu mir sagt, hier komm, gib mal eine Stunde, kein Problem. Ne? Und ja, deswegen haben wir uns überlegt und wir haben lange nachgedacht, was wir mal zusammen machen könnten, womit ja, wir euch bereichern können und natürlich auch uns selbst, weil es ist natürlich so ein Herzensding. Ne? Das, was ich mache oder eben auch anbiete, das muss mit mir total im Einklang sein und da muss ich einfach total ja, so mich hingeben können und dahin fließen können. Und es soll vor allen Dingen auch etwas sein, was was bringt. Ne? Also es soll die Seele bedienen, es soll den Geist bedienen und ja, es soll einfach nahrhaft sein. Also Nahrung, ne? Nahrung fürs Oberstübchen, aber auch Nahrung für die Seele. Und es ist jetzt auch etwas, was wir uns überlegt haben, was mit dir selbst zu tun haben kann. Wenn du sagst, oder habe ich Interesse, dann mache ich gerne mit. Weil ich denke, wir sind oft im Außen, ne? Und wir schauen oft im Außen und am Ende fällt man selber hinten runter und vergisst sich selbst. Deswegen ist es ein Kurs, der auch der Selbstfindung dient und zwar im Zeichen des Mondes. Ne? Wie ihr sicherlich wisst, bin ich sehr dem Mond zugewandt. Ich liebe den Mond, weil der Mond für mich, ihr wisst ja hier, ne? Das Werden, das Sein und das Vergehen. Der Mond verkörpert für mich die Phasen, ne, die auch das Leben bezeichnet. Wir kommen auf die Welt, ne, wir sind im Werden, wir leben unser Leben und wir werden auch wieder vergehen, aber wir werden auch wiederkommen. Ihr wisst, dass ich den drei Nornen zum Beispiel sehr zugewandt bin. Ne? Urd, Verdandi und Skuld, die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Ihr wisst, dass ich immer sage, Zeit ist relativ, ne? Alles ist jetzt. Und alles das hat ja auch was mit dem Mond zu tun. Und der Mond, der bewegt ja das Meer. Ne? Also der hat starken Einfluss auf uns. Er kann das Wasser bewegen. Und wir sind ja selbst zu, habe ich mir ja von euch sagen lassen, 75% aus Wasser. Ne? Und der Mond macht was mit uns. Und das kann man sich natürlich zunutze machen. Und die ganz krasse Phase, wo der Mond fast voll ist, und wir reden jetzt so, 2 bis 3 Tage vor Vollmond, ne? Da kann man schauen, was passiert hier gerade. Ne? Also man kann reflektieren mit Hilfe von Tarot und ich rede jetzt hier von dem Forest of Enchantment Tarot, genau. Forest of Enchantment Tarot, das heißt also zu Deutsch Zauberwald Tarot. Man kann mit Hilfe von Tarot und natürlich von den Mondrunen, weil das bietet sich ja auch an, die Mondrunen, es ist ja auch so mein Herzblut, die sind ja auch dem Mond gewidmet. Und mit Hilfe eben dieser Orakel kann man schauen, wie stehen denn die Energien jetzt hier gerade? Ne? Was liegt denn hinter mir? Was habe ich im letzten Mondzyklus alles gemeistert? Was lasse ich jetzt hinter mir? Was ist jetzt gerade wichtig und was kommt auf mich zu, ne, in der kommenden neuen Mondphase, wenn der Vollmond dann wieder abnimmt und wieder in den Neumond geht und dann wieder zunimmt. Und da möchte ich gerne tief gehen. Also mit tief gehen meine ich, ich möchte gerne richtig in die Tiefe gehen und da wirklich eine Seelenbotschaft jeden Vollmond empfangen. Und das Ganze findet statt im Rahmen der Geheimnisakademie und wird eben durch Christopher begleitet, weil jeder Mond hat ja einen Namen und jeder Mond bringt ja eine ganz besondere Energie mit und da gibt es keinen besseren als Christopher, der das wirklich richtig super erklären kann. Ne? Und jeder Mond macht was mit uns. Und es ist einfach ein Kurs für deine Seele, ein Kurs für dich selbst. Es ist auch für mich, ja, also ich lerne ja auch immer dazu und höre nie auf zu lernen. Es ist auch für mich eine ganz großartige Bereicherung, diese Zeit so zu verbringen, in der Reflexion, in der Selbstreflexion, vielleicht auch in der Schattenarbeit. Einfach, dass ich auf meinem Seelenweg ja, weiter vorwärts komme, ne? Und auch in die Heilung gehen kann. Es gibt immer was zu heilen. Wir alle stecken in unseren Prozessen und dieser Kurs soll eben auch dabei helfen,
den Prozess, in dem du gerade bist, besser zu verarbeiten. Ne? Also es geht hier wirklich um dich und um deine Heilung. Und das finde ich total toll. Und dann kann man eben von, also wirklich, also auch ein Mondtagebuch führen. Und man kann natürlich mitschreiben. Und man kann dann von Mond zu Mond reflektieren. Das ist im Endeffekt wie Stricken. Ne? Man strickt etwas und es hört nie auf. Also das ist ein Kurs, der hat auch kein Ende. Der geht halt immer weiter. Und der geht halt immer weiter und fließt so vor sich hin. Und wer gerne dabei sein möchte, der hat die Möglichkeit. Ne? Also das ist wirklich ein Zusatzangebot von Christopher und mir zu alledem, was ihr ohnehin durch mich oder eben auch in der Geheimnisakademie durch Christopher auf YouTube bekommt. Ne? Also es ist wirklich was Zusätzliches, wo ich mich wirklich selber mega drauf freue. Und ich habe auch eben jetzt schon einen Trailer hochgeladen. Da könnt ihr mal schauen. Da ist dann auch schon ein Link in dem Trailer. Vielleicht haben es einige von euch auch schon gesehen, wo es dann genauere Informationen eben noch gibt. Es gibt zum Beispiel auch Kursunterlagen. Ne? Also ihr bekommt auch etwas. Ich glaube, Christopher plant das wie so eine Art Landkarte, dass man immer sieht, welche Karten gefallen sind, welche Runen gefallen sind. Und dann kann man sich sein eigenes Mondtagebuch aufbauen. Ne? Und das wird dann immer dicker. Und das ist wie im Endeffekt ja wie in den Rauhnächten, wo man dann eben nochmal gucken kann, was war denn da gewesen und so. Ne? Und dass man dann halt auch rückblickend Schlüsse ziehen kann, dass man sagt, aha, das gibt jetzt macht das total Sinn, das bezeichnet ja genau die Botschaft vom, was weiß ich, vom vorletzten Vollmond oder so. Ne? Also das soll wirklich eine Reise sein. Das ist eine Reise und wer die Reise mit uns antreten möchte, ist herzlich eingeladen. Ja, das wird richtig schön. Der Rahmen ist geschützt, also das ist nicht, nicht öffentlich, sondern es ist wirklich ein geschützter Rahmen, wo wir auch noch einen Raum bieten des Austauschs. Also so ein Chatroom, wo ihr euch austauschen könnt, wo ihr wirklich wisst, da sind wirklich nur die Kursteilnehmer drin. Ne? Sowas gibt ja auch immer Sicherheit, wo man dann, weil es wird ja oft auch sehr privat, was man da so austauscht. Ne? Ja, also das ist jetzt mal ein Kursangebot, was ich für euch habe. Das ist einfach mal, jetzt mal hier so in die Community gegeben, etwas für euch, für die Seele, wozu wir euch herzlich einladen. So, ja, und dann wollte ich euch noch was erzählen. Die Geschichte der Rose. Es ist nämlich was ganz Zauberhaftes geschehen. Und zwar, es war letzten Mittwoch, Moment, also zum Übergang brauche ich jetzt erst wieder mal ein Schlückchen Kaffee. Es war letzten Mittwoch, was haben wir heute überhaupt? Wir haben Montag, oh Gott, Jonanda, ich bin mal wieder hier out of space. Ne? Es war letzten Mittwoch gewesen, als ich eine Verabredung hatte. Und war im Vorfeld draußen im Garten und sah auf der Teichmauer ein Holz liegen. Ne? Und zwar, das war dieses Holz in einem rohen Zustand. Ne? Ich habe das ja jetzt bearbeitet, wie ihr seht, das erkläre ich euch gleich. Also es lag da und es hat mich sofort angesprochen und hat gesagt, ich will mit. Und ich wusste sofort, das ist nicht irgendein Holz, da liegt Energie drauf. Das ist ein Werkzeug. Ne? Ich also das Hölzchen eingepackt, so wie es war. So wie Gott es im Prinzip schuf und hat es in die Handtasche getan und hatte es zu meinem Treffen mit. Ich hatte es sogar während des Treffens draußen liegen, weil ich empfand es als ganz besonders energiereich, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Und ich habe auch dem Holz angesehen, dass es ein Rosenholz war. Und zwar war es so, ich habe ja ganz viele Rosen im Garten und da ist auch eine ganz, ganz alte Rose dabei. Und die ist bestimmt schon 30, 40 Jahre alt. Das ist eine ganz alte Rose, die da wächst. Und von dieser Rose ist dieses Holz. Weil nämlich die Rose oder alle Rosen im Garten die Herde des Winters nochmal voll abgekriegt haben. Es war ja wirklich, also als der Winter so am Ausklingen war, nochmal richtig knackig kalt, wenn ihr euch daran zurückerinnert. Lausige Kälte, würde ich schon fast sagen. Und hat mein Mann mir mitgeteilt, dass unsere Rosen stark die Federn gelassen haben. Ne? Das hat mich unglaublich traurig gemacht. Und da war also ganz viel abgestorbenes Holz. Und er hat halt die Rosen zurückgeschnitten und hatte dann eben dieses Stückchen Holz auf die Teichmauer gelegt. So, da lag's. Und da habe ich es ja dann gefunden. Ne?
und habe es mitgenommen und es war klar, dieses Holz möchte bearbeitet werden. Und dann habe ich ihm erzählt, sage ich, ich habe da Holz im Garten gefunden, oh, gar zauberhaft. Und da sagte er, es ist noch ein Holz da, willst du das auch haben? Und dann zeigte er mir so ein großes Holz und da war noch ein Draht drumherum. Da war also irgendwann mal so ein Draht gebunden, dass die Rose Halt hat. Die war so aneinander gebunden. Dann war der Draht schon in das Holz so reingewachsen und das Holz war voll mit Dornen. Und dann sagte er noch, ja, aber es ist voll mit Dornen. Und da habe ich gesagt, ja, unbedingt, klar will ich das haben. Das will ich unbedingt haben. Ja, wo soll ich es denn hinlegen? Und da sage ich, ja, leg es doch in die Garage. Oh, in die Garage und hin und her, also Diskussion, gell? Ich muss dazu sagen, wir sind seit 22 Jahren vor Partnern. Diskussion, ja, leg es doch in die Garage, sage ich. Sagt doch, nee, nimm die Garage, sage ich, ja, dann leg es mir halt in die Küche. Hauptsache, ich habe mein Holz, ne? Und mit diesen Worten bin ich dann abgerauscht und hatte auch schon wieder irgendwas anderes im Fokus. So, jetzt vergingen ein paar Tage und gestern war der Tag, wo dieses Holz erstmal an meinen Fokus gerückt ist, ne? Und ich habe dieses Holz schon mal so in meinen Dunstkreis gelegt, weil ich wollte ja dieses Holz bearbeiten. Und dann fiel mir das andere Holz wieder ein mit den vielen Dornen und mit dem Draht drin. Und ich stand in der Küche und hatte dieses Holz in der Hand. Und dann wusste ich, das andere Holz, das soll genauso sein, wie es ist, mit all seinen Dornen. Und ich fand das so toll, eben weil es die Dornen hatte und es hatte richtig große Dornen. Und in dem Moment, wo ich das dachte und mir dann schon vorgestellt habe, wie dieses Holz so wunderschön sein wird, wenn ich das bearbeitet habe, empfing ich die Botschaft von diesem Rosenholz voller Traurigkeit und voller Trauer, ich habe keine Dornen mehr. Mir wurden all meine Dornen genommen und da war eine solche Traurigkeit und eine solche Trauer, ja, dass ich war erstmal so, ne? Und dann habe ich aber diesen Impuls weiterziehen lassen. So, dann verging eine Weile und irgendwann war ich dann im Garten und dann kam mir da mein Mann über den Weg gelaufen, da sage ich, wo ist denn mein Holz? Welches Holz? Da sage ich ja, das mit dem Draht und mit den Dornen, ach das, ja, das liegt in der Garage, aber es hat keine Dornen mehr. Also ich kann euch sagen, ich hatte den Schock meines Lebens, ich hatte Schnappatmung, mir sind die Tränen in die Augen geschossen, wirklich. So, dann kam natürlich die Tirade einer Frau. Ne? So, da habe ich gesagt, wie kommst denn du dazu, an meinem Holz die Dornen abzumachen? Ne? Ja, was willst du mit den Dornen? Man konnte es ja gar nicht anpacken. Sag, ich habe dir gesagt, du sollst es in die Garage legen. Wie kommst du dazu, die Dornen abzumachen? Also ich habe mich wirklich im Nachgang gefragt, wie kommt man denn dazu, von dem Holz die Dornen abzumachen? Dann kam natürlich eine Predigt und dann kam natürlich Diskussion. Ja, mit den Dornen, da kann man das Holz ja überhaupt nicht anpacken und was das für Dornen waren. Und dann stand ich da, ne, mit so einem Elfenzorn im Leib. Ich hatte richtig, also wie so ein Elflein, wo die Flügelchen so prrrt machen, ne, und was so ganz aufgeregt ist. Und dann habe ich gesagt, die Dornen, das ist der Schutz der Rose. Und du hast der Rose ihren Schutz genommen. Und dann kam da die Diskussion, ja, es ist doch nur ein Holz. Sag ich, nein, ich wusste doch, es hat mit mir kommuniziert, ne, weil ich hatte ja die Botschaft schon empfangen, ne, all meine Dornen sind weg. Und das war wirklich also das war so eine tiefe Traurigkeit. Also ich musste mich erstmal wieder einkriegen, ne? Sagen wir es mal so. Ich war völlig von der Rolle. Und ja, dann habe ich wirklich gepumpt wie ein Maikäfer, ich kann es euch nur sagen. Und dann stand ich in der Küche, immer noch entsetzt und wurde ich auch noch belächelt, ne? Wie ich mich jetzt wegen dem Holz so aufregen kann. Und ich habe da gestanden und geschnauft, ne? Also ich hatte hier wirklich so eine Krawatte. Ich glaube, es kann sich keiner vorstellen. Ich glaube, ich hatte Bluthochdruck, ne? Puh, und da habe ich durchgeschnauft. Und da musste ich natürlich diese Nachricht erstmal verkünden, ne, und habe die dann zwei Freundinnen gesprochen. Und dann sagte mir meine Mien, sagte, Tien, ich kann dich total verstehen mit der Rose. Ich kann dich so gut verstehen. Das war mir schon mal am allerwichtigsten, ne, also Verständnis. Ne? Und dann sagte sie, aber weißt du was? Es hat ja seine Bewandtnis. Das war mir ja auch klar. Ne? Also nicht ohne Grund hat diese Rose ihre Dornen jetzt gelassen. Ne? Es muss ja, es gibt ja immer etwas, was dahinter steht. Und da sagte sie, es hat die Bewandtnis,
weil durch die Dornen konnte man die Rose nicht berühren. Ne? Die Rose war immer nur auf Abwehrhaltung. Die hat immer gesagt, berühr mich nicht, komm mir bloß nicht zu nah. Ich stech dich. Ich wehr mich. Ne? Und dadurch, dass die Dornen jetzt ab sind, hat die Rose die Möglichkeit, Nähe zu erfahren. Also man kann sie jetzt berühren. Ne? Sie ist zugänglich. Und das ist genauso. Ne? Also durch die Dornen ist die Rose immer in ihrer Abgrenzung. Ne? Keiner darf die Rose berühren. Ohne Dornen kann man sich ihr zuneigen und kann sie berühren. Jetzt hat ja dieser Zweig hier von sich aus keine Dornen. Ne? Und bei mir kommt rein, der ist unglaublich empathisch. Also das ist ein heilendes Holz und es vermittelt eine unglaubliche Weichheit, Sanftheit und Empathie. Und der andere Ast, und ich zeige den euch jetzt mal, ne? der die Dornen hergegeben hat, der hat eine ganz andere Lehre. So, das ist dieser da. Und hier seht ihr, wie der Draht reingeschnitten hat. Ne? Das heißt, der wurde eingeengt, ne? Hat sowas von der Energie der 8 Schwerter. Der war unfrei, gebunden und gefangen. Ne? Und das hat ja auch wehgetan. Und dann hat dieser Ast durch die Dornen, ihr seht hier noch die Stellen, wo die Dornen waren, sich gewehrt und hat gesagt, und fass mich nicht an und komm mir nicht zu nah. Aber er hat immer geblüht, viele, viele Jahre. Und diese Rose hat üppige, üppige Blüten. Ja? Und jetzt ist es passiert, dass die Energie sich verändert hat. Die Rose hat diesen Zweig abgegeben. Und jetzt konnte der Draht entfernt werden, ne, der ihr so die Luft genommen hat. Und sie hat auch keine Dornen mehr. Aber sie kann jetzt eine ganz neue Art der Nähe erfahren. Und ich wusste auch, hätte sie ihre Dornen nicht verloren, hätte ich die Botschaft der Traurigkeit, dass sie keine Dornen mehr hat, nie erfahren. Weil das, was von diesem vermeintlich toten Ast kam, ja, das hätte man sich ja rein theoretisch auch einbilden können. Und das ist ja immer das. Also man hat eine Wahrnehmung und also bei mir ist es nicht so, ich nehme das an, aber viele, das weiß ich auch, wenn ich jetzt einen Kurs gebe oder so, und, Schüler, ne, die anfangen zu üben, ne, wahrzunehmen. Ne? Ich mache ja auch so, ja, wie so Wahrnehmungsschulungen, ne, kann man das eigentlich nennen. Erstmal wieder zu fühlen und zu spüren und die hellen Sinne zu aktivieren. Und wenn man gerade anfängt, das zu üben, ne, dann überhört man entweder solche Botschaften oder eben man bezweifelt sie. Ne? Man sagt, ach Quatsch, das kann doch jetzt gar nicht sein. Na, ein toter Ast, der spricht doch nicht. Ne? Ein Ast spricht nicht, schon gar nicht einer, der abgeschnitten ist. Aber die Botschaft der Rose kam ja durch. Ne? Und wenn die Dornen dran geblieben wären, hätte ich diese Botschaft in der Form nie erfahren. Die wäre nie zu mir gekommen, weil es gar nicht nötig gewesen wäre. Ne? Und das ist jetzt eine ganz große Heilungschance für alle Beteiligten, weil diese Rose, die wird Nähe erfahren. Und es geht hier um Heilung und es geht immer um Heilung. Ja, ich habe es ja eben gerade erklärt. Unser Hiersein auf Erden hat damit zu tun, dass wir hier lösen und heilen dürfen. Darum geht es. Und da habe ich mit der Rose kommuniziert. Und bin mit ihr in Kontakt getreten und da habe ich gesagt, ich werde es wieder gut machen. Dir wurden deine Dornen genommen, aber du bekommst von mir einen neuen Dorn. Und ich habe mit ihr ausgemacht und sie freut sich. Also da ist jetzt eine ganz große Energie der Erleichterung, würde ich sagen, weil sie bekommt die Thurisas. Sie bekommt die Rune des Dorns. Und diese Rune ist so stark, dass sie von sich heraus geschützt ist und die Dornen gar nicht mehr braucht. Und das ist die Geschichte der Rose. Und die werde ich wunderschön zurechtmachen. Also ihr seht jetzt hier das erste Holz. Ne? Also es hat mir mitgeteilt, es möchte zwar lackiert sein, aber nicht überall. Ne? Es möchte noch atmen können. Und so habe ich intuitiv lackiert, habe aber bestimmte Stellen freigelassen. Und ihr seht, was trotzdem für einen Glanz drauf liegt. Also zum Beispiel hier auf der Rückseite ist größtenteils nicht lackiert. Schaut mal, wie dieses Holz glänzt, allein
weil ich mich damit beschäftige und befasse. Das wird mit diesem Holz genauso sein. Da habe ich jetzt noch nichts mit gemacht, das ist noch ganz roh. Ja, und dann habe ich mich heute Morgen hingesetzt und war so ganz in meinem Sein und habe lackiert und habe ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, ein bisschen, man sieht es jetzt nicht. Also man muss es in echt gesehen haben, es glitzert hier ein bisschen golden, ne? Und hier unten ist auch ein bisschen Gold und hier und da ist so ein bisschen Gold und dann habe ich einen passenden Swarovski-Kristall in das kleine Astloch gesetzt. Das fand ich das finde ich so richtig schön. Und jetzt habe ich ein total tolles Heilungsholz, ne? Ein heilendes Hölzchen habe ich. Und dazu gehört noch dieses da. Und mit diesem Holz habe ich abgemacht, dass ich da noch ein Stück abschneiden durfte, weil das war eigentlich so lang, ne? Also da war noch ein Stück dran. Das heißt, ich habe auch noch ein drittes Holz, was einfach nur ein Stab ist. Ja. Und um alle drei werde ich mich kümmern und ich werde es wieder gut machen. Aber ich bin dankbar für diese Erfahrung, weil so haben alle gelernt und auch die Rose wird sich weiterentwickeln und wird eine völlig neue Erfahrung der Zuneigung machen. Und vielleicht lernt sie ja, dass man sich nicht immer abwehren muss, sondern dass man auch zulassen darf. Es hat ja alles auch etwas mit Vertrauen zu tun. Und die Geschichte, die wollte ich jetzt einfach mal mit euch teilen, weil die mich selber gerade sehr bewegt und ich den ganzen Tag schon mit meinem Holz unterwegs bin. Ne? Und dieser Stab, der ist wirklich jonandisch. Also der hat sich schon mit mir verbunden. Und der wird mich auch auf meinem Weg begleiten. Und da werde ich sicherlich auch noch ein Begrüßungsritual machen und in die Tiefe gehen und mal horchen, was dieses Heilungsholz der Empathie und des Mitgefühls für eine Botschaft für mich hat. Ja, danke, dass ich das mit euch teilen durfte. Und jetzt würde ich mal sagen, Schluck Kaffee und dann gehen wir ab in die Karten. Ich weiß noch gar nicht, was ich mache. Lasst euch mal überraschen. Es kommt zu mir. Ihr wisst ja, wenn ich was plan, dann kann ich nur scheitern. Also ihr Lieben, bye bye, ciao, ciao, bis gleich, eure Yonanda.